101, 115 Jahre alt, die heutige Leiterin, und das Haus ist da wirklich protokoll, Jeanette Beer hat 1993 dort Leiterin. Vom Stadtteil Abo habe ich eine Zuarbeit bekommen, und sehen Sie, da sind Sie. Hier kommt das Abo Spatzenhaus aus Neukalen. In dieser Einrichtung lernen und leben Kinder von 0 bis 10 Jahren aus Krippe, Kita und Grundschule gemeinsam unter einem Dach. Das Abo Spatzenhaus aus der Bahnhof auf der Oberflächerstraße 4a. In einer Naturnahmen-Umgebung, in der sich die Kinder sehr wohlfühlen. Nach dem Motto, verlass die Übel toll, finden viel Spaß, lernen an der Bildung und überleben. Ich kann da nicht schnell, 4000 Euro war das Spatzenhaus. Ehrenamtliche, 40 Passive, Rico Zoschke, Lehrführer.
Die technische und personelle Ausrüstung ist sehr gut. Wir haben aber stets noch Plätze frei, also bewerbt euch. Die Feuerwehr kann jeden gebrauchen, denn ihr wisst, Leib und Leben hängt davon ab. Herzlich willkommen, Jungs. So, jetzt bin ich da. Ach, der Angler. Wieso habt ihr euch nicht so aufgestellt, wie ich in den Plan gekommen habe? Verstehe ich nicht. Der Anglerverein von 1946, 70 Jahre mittlerweile alt, Richard II hat ihn damals ins Leben gerufen, beziehungsweise war der erste Präsident. Alle jährlichen Veranstaltungen werden durch den Anglerverein natürlich ausgetragen. Und der heutige Präsident ist Hans-Hermann Schlee. Herzlich willkommen. So, dann haben wir jetzt den Kugelverein, den Rassikus-Kugelverein, ist das richtig? Also da ist die Käfighaltung, ja, das erkennt man ja. Hier ist der Hose. Der herzige Friedensverein, nicht so schnell fahren, habe ich mir da auch ein paar Punkte gemacht, da ist er. Von 1949, 67 Jahre, Vorsitzende Klose, jährliche rassige Flügelschauen. Und heute, in dieser, ja, doch sehr aufgebrachten Zeit, haben sie für uns ein Zeichen der Ruhe und des Friedens mitgebracht. Und sie werden jetzt hoffentlich gleich da oben ein paar Tauben steigen lassen. Jawohl, da sind Sie. Herzlichen Dank dafür. Da kommt ein Einzelunternehmer, unsere Henne. 1.8.2010 hat er seinen Familienbetrieb gegründet. Er arbeitet Autos sowie Boote auf, macht alle Malarbeit, alles was mit Farbe zu tun hat. Und sein Motto, lieber einen Tag länger, aber dafür vernünftig. Dann haben wir unsere Freunde aus Wasel. Wasel ist ja bekanntlicherweise deutlich älter als Neukal, und zwar genauer gesagt 49 Jahre, denn Wasel wurde zum ersten Mal am 4.4.1232 erwähnt und hat ihre große Feier hinter sich. Wir danken euch, dass ihr da seid als, ja, treue Freunde. Schade, dass euer Dorf jetzt, das war immer sehr, sehr schön, nicht mehr in dem großen Rahmen stattfinden kann, aber nur Freunde aus Saale, wenn mich hier alles täuscht, nicht wahr? Wenn ihr seht.
Dass ich jetzt ja nicht mehr wieder.